Morgen zusammen. Ja, wenn ich das gewusst, gut, dass ich im T-Shirt trainiere. Normalerweise trainiere ich immer ohne. Gut, dass ich darauf vorbereitet bin, dass ihr schon wieder bei mir seid. Ja, heute wieder zum zweiten Motivationsvideo. Worum es auch noch geht, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist ein sehr, sehr großes Thema momentan, wo viel drüber diskutiert wird. Und zwar, wie gehe ich denn daheim mit der Situation um? Was mache ich denn, wenn ich jetzt nicht raus kann? Das Leben miteinander, häusliche Gewalt ist ein Thema, Ernährung ist ein Thema. Das sind alles so Dinge. Also ich kann euch nur von meiner Seite aus sagen, erstens mal brauchen wir keine Hamsterkäufe, weil es Blödsinn ist. Ja? Ich sag mal, eine gewisse Grundversorgung, die hat man ja immer zu Hause. Das hat man schon im technischen Hilfswerk gelernt. Das kennt man auch aus dem Katastrophenschutzprogramm. Eine Grundversorgung heißt aber nicht, dass ich 10 Kilo Klopapier habe und ich frage mich auch, was die Leute damit wollen. Ganz ehrlich, wenn es sein muss, gehe ich notfalls in den Wald und nehme mir Blattwerk. Nee, ich kann es nicht nachvollziehen, es tut mir leid, es gibt wirklich Wichtigeres. Und ich weiß nicht, ob die Leute keine Ahnung mehr haben von Haushaltsführung, Haushaltsplanung. Also ich persönlich gehe sonst auch nicht jeden Tag einkaufen, sondern ich gehe einmal die Woche einkaufen, vielleicht zweimal die Woche. Und das behalte ich jetzt auch bei und das funktioniert wunderbar. Und ich setze mich hin und mache mir einen Haushaltsplan, was koche ich? Wie mache ich's? Ja, habe ich Nudeln oder habe ich Kartoffeln oder Reis oder was auch immer ich haben will? Und gerade wenn ich jetzt Hausfrau, Hausmann oder was weiß ich, eine Familie versorge, mache ich das doch eigentlich auch. Ich brauche eine gewisse Struktur im Leben, um klarzukommen. Deswegen sage ich euch ganz ehrlich, das Wichtigste ist jetzt, eine Struktur zu haben. Man soll immer eine Struktur im Leben haben, aber gerade jetzt ist es wichtig. Und gerade, wenn man auf engstem Raum vielleicht zusammen ist, muss man gucken, dass man, ja, abwechselnd vielleicht rausgeht, so dass man auch mal seinen Freiraum hat, ja, und dass man auch eine Haushaltsplanung macht, dass man guckt, wann koche ich was, wie versorge ich mich, ja, und ich höre jetzt auch immer wieder die Aussagen, Leute kontaktieren mich und sagen, ja, was soll ich denn da jetzt machen, wenn es das nicht gibt, wenn es jenes nicht gibt? Leute, ohne jetzt den Teufel an die Wand zu malen, es gab auch Kriegszeiten, da gab es vieles nicht und die Leute haben überlebt und mussten ganz andere Dinge essen wie wir. Und wir haben so viele Ausweichmöglichkeiten. Dann gibt's halt mal nicht Nudeln mit Ketchup. Ja, dann gibt's halt eben Kartoffeln oder Reis oder was weiß ich, Zucchini, Gemüse, Haferbrei, ja. Allen möglichen Kram kann ich machen. Ich kann mit Haferflocken was machen, ich kann mit Vollkorn was machen. Ja, jetzt kaufen die Leute Mehl, weil sie selber Brot backen, was sie vorher nicht gemacht haben. Ich kann auch abgepacktes Brot kaufen. Der Bäcker hat jeden Tag offen. Es gibt Möglichkeiten. Also man kann es treiben und man kann es übertreiben. Und das, was da im Moment abläuft, finde ich übertrieben. Das heißt, um euch zu Hause nicht auf die Nerven zu gehen, sucht euch eine Beschäftigung. Ja? Geht abwechselnd raus. Notfalls zu zweit, das ist ja noch erlaubt. Gut, wer weiß, ob das irgendwann überholt wird und man ist alleine draußen. Und macht euch zu Hause einen strukturellen Plan, damit euch nicht Decke nicht auf den Kopf fällt. Und die Smartphone-Kids unter euch, ich verstehe euer Problem nicht so ganz. Die ganze Zeit hocktet ihr rum, habt gepostet, in Facebook rumgespielt, in Twitter rumgespielt und wie der ganze Mist so heißt und habt Ausreden gesucht, warum ihr nicht rausgehen müsst, warum ihr dies nicht könnt, warum ihr jenes nicht könnt. Jetzt habt ihr die Gelegenheit dazu. Und keiner schimpft euch dafür, weil ihr gerade, ja, im Moment keine andere Wahl habt. Also ist es doch geil. Man kann mal auf der Couch sitzen, kann mal am Smartphone spielen. Keiner sagt, geh doch mal raus, mach doch mal was. Ja? Obwohl, trotz allem, ich bin natürlich derjenige, der sagt, geht raus, sucht Kontakt so weit möglich. Meinetwegen auch per Chat, per Internetbotschaft, per Kommunikation. Die Möglichkeiten haben wir, die hatten wir in Kriegszeiten nicht. Igelt euch nicht nur ein, indem ihr dann nur vorm Smartphone sitzt und gar nichts mehr macht. Na, ich meine, man kann auch hier sowas machen. Na, man kann trainieren. Man kann sowas machen, man kann aber auch einfach Gemeinschaftsspiele in der Familie machen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, es gibt Leute, die haben von ihrer Familie so wenig, ja, und sehen ihre Familie so selten. Also da ist man doch froh, wenn man mal Möglichkeit hat, mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen, oder? Also das ist doch mal wirklich, man muss die positiven Sachen sehen. Versucht so ranzugehen wie immer, wie auch bei psychischen Problemen, wie ich es euch schon mal gesagt habe. Einige haben mich gefragt, ja, ich kann das nicht, ich kann das nicht, wie wir es im vorigen Video hatten. Ihr müsst euch nicht fragen, was ihr nicht könnt. Ihr müsst euch immer fragen, was ihr könnt. Im Ultralauf zum Beispiel lernt man, mit sich allein zu sein. Das muss man lernen, wenn man mit sich nicht alleine sein kann, wenn man sich darauf verlässt, dass ein anderer durch den Lauf bringt, kommt ihr da nicht durch. Man muss wirklich für sich selber
kämpfen können und sagen können, okay, ich kann das Ding bestehen, ich komme mal 3, 4, 5 Stunden mit mir allein klar, ich komme auch mal einen Tag mit mir alleine klar, weil im Ultralauf bist du alleine unter Umständen. Klar, man hört immer, ja, man trifft sich und Motivation und dann läuft man zusammen. Ja, man läuft auch mal zusammen, natürlich. Aber es gibt auch oft Momente, wo du gar nicht zusammenlaufen willst oder wo du einfach nur für dich sein willst, weil du nach 80, 90 Kilometern keine Lust und keine Energie hast, dich mit irgendjemandem zu unterhalten, dich zu rechtfertigen oder zu diskutieren. Und dann genießt du einfach nur die Sache mit dir selbst allein zu sein. Ja? Und das lernt man, sich mit sich zu beschäftigen, ja? Seinen Körper kennenlernen, in sich zu gehen. Das sind die Dinge, die man als Ultraläufer lernt. Und das sind auch die Dinge, die ihr jetzt, wenn ihr sie könnt, wunderbar umsetzen könnt, auch im privaten Leben. Und wenn ihr sie nicht könnt, ja, dann müsst ihr sie jetzt auf die harte Tour eben lernen. Ja? Und man muss sich dann immer die Frage stellen, was kann ich machen? Welche Möglichkeiten habe ich? Sucht nach Möglichkeiten, es gibt sie. Man sieht es ja, die Händler zum Beispiel, die jetzt nicht verkaufen können, was machen sie? Sie machen einen Online-Buchverkauf zum Beispiel. Versuchen, die Leute zu beliefern. Ja? Oder so wie ich jetzt zum Beispiel, gehe jetzt hin und sage, ich kann jetzt nicht so aktiv im Leistungssport sein. Was mache ich jetzt? Ich motiviere andere, ich helfe euch. Ich helfe Leuten, die halt die Erfahrung, die Belastung, so wie ich sie habe, eben nicht kennen und die jetzt einfach wirklich da sitzen und sagen, ich fühle mich so verloren, ich weiß echt nicht, was ich mit mir anfangen soll. Ja? Diese Leute versuche ich jetzt wiederum zu unterstützen, weil ich sage, ja, ich habe jetzt die Zeit, euch zu helfen. Ich versuche mir immer die Zeit für andere zu nehmen, aber wenn man selbst aktiv voll im Job ist und voll im Leistungstraining, fällt es natürlich schwer, jemand anderen auch noch zu unterstützen. Ja? Aber gerade in der Zeit, wo ich jetzt mein Pensum runterfahren muss, kann ich euch entgegenkommen und kann sagen, hey, das könnt ihr machen oder ihr könnt, was weiß ich, ein gesundes Heimtraining machen, ja? Ein Koordinationstraining machen. Wir sind ja nicht eingesperrt, das dürft ihr nicht vergessen. Wir sind nicht eingesperrt. Wir haben das öffentliche Leben runtergefahren, um uns nicht zu infizieren, um das Gesundheitssystem am Laufen zu halten. Wenn sich der ein oder andere früher oder später infiziert, dann besser später, damit das Gesundheitssystem ihm helfen kann und nicht damit du jetzt, 30.000, 40.000 Infizierte hast und das Gesundheitssystem zusammenbricht. Das ist doch Sinn des Ganzen, ja? So, und in dem Sinne sage ich mal einfach, motiviert euch einfach damit, was ihr habt. Wir haben die sozialen Medien, die wir nutzen können. Wir haben die Möglichkeit zu chatten. Wir haben die Möglichkeit, uns zu unterhalten und sogar per Videotelefon zu sehen. Und das Geilste ist, es kostet ja fast nichts. Ja? Wir haben die Möglichkeit, rauszugehen. Wir können uns was Schönes kaufen. Wir können uns Fertigpizzen sogar in den Ofen schieben oder die Pizza selbst machen. Ja? Und ich würde mich freuen. Ja, wenn ich so viel Zeit mit meiner Familie verbringen kann. Meine Familie ist leider nicht mehr so ganz, existent. Ja? Und Kinder hatte ich nie. Viele von euch, die mich privat kennen, wissen das. Das ist jetzt sehr privat, aber es ist so. Nur wenn ich jetzt mir vorstelle, ich hätte Kinder, ja, oder es wäre mir jemals vergönnt gewesen, dann würde ich das jetzt richtig genießen, mit den Kindern was zu machen, weil ich jetzt wirklich Zeit für sie hätte, noch mehr Zeit, ja. Und Homeoffice, ja, wir kennen es alle, natürlich heißt das nicht Urlaub, das heißt arbeiten, selbstverständlich, aber dennoch fährt, die Fahrzeit fällt weg und vielleicht fallen auch Überstunden weg oder die Überstunden können anders verteilt werden. Man kann sich es ein bisschen selber einteilen, anders einteilen, man kann sich umstellen. Und so kann man mit seiner Familie wunderbar miteinander arbeiten. Und wenn es nervt, ja, das kann ich mir auch vorstellen, dann geht man eben mal getrennte Wege und die Möglichkeiten haben wir halt. Ja? Man sollte halt dann nur versuchen, dass man eben vielleicht getrennt rausgeht oder eben nur zu zweit rausgeht. Das ist die einzigste Einschränkung. Es ist nicht so, dass wir nicht raus können. Und es ist auch nicht so, dass wir nichts zu essen oder nichts zu trinken hätten. Gott sei Dank und hoffentlich gehen wir da auch nicht hin. Deswegen fahrt ein bisschen runter, nehmt die Sache ernst. Ja, nehmt sie wirklich sehr ernst, aber seht zu, dass ihr bei all dem noch am Boden bleibt und jetzt nicht den Mut verliert und sagt, ja, alles scheiße, gar nichts mehr funktioniert oder genau in die andere Richtung, weil eben alles scheiße ist, deswegen ist mir jetzt gerade alles egal. Das soll so nicht sein. Ne? Wie schon im ersten Video gesagt, haltet zusammen, denkt auch füreinander mit. Ja? Solidarität ist immer wichtig, jetzt ist sie umso wichtiger. Und dann wird das auch alles wieder werden. Und dann geht's auch wieder weiter.